Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kabelsalat. Freut mich, Beefy hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer kleinen Runde Experimente. Denn gestern, für mich ist es gestern, kam Pucci and Yoshi's Woolly World raus. Die Neuauflage oder der Port für den 3DS von der Wii-Variante. Und ich habe mir gedacht, Mensch, da liegt doch hier der Pucci dabei. Beziehungsweise im Deutschen heißt der ja Schnuffel. Ne, mit der riesigen Zunge. Und ich habe mir gedacht, Zunge. Wir experimentieren also nicht nur mit Schnuffi aka Pucci, sondern mit einem anderen Amiibo, der auch eine Zunge hat, und zwar dem leuchtenden Boohoo. Der kommt also dazu. Und wir testen es in Spielen wie Yoshi's Woolly World, wie ihr das bereits schon kennt, Hyrule Warrior, und als Königsdisziplin ist natürlich auch wieder der Super Mario Maker vertreten. Ich habe schon gesehen, bei Yoshi's Woolly World gibt es ein Update. Wir schalten ein Spiel rein und wir sehen uns dann gleich. So, da sind wir. Wir spielen Yoshi's Woolly World in der Version 1.10. Kann natürlich gut sein, dass sich in grauer Zukunft vielleicht da sich was ändert. Ich glaube aber eher weniger. Deswegen schalten wir einfach rein und gehen in meinen Spielstand. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten hat er denn jetzt eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe das Gamepad. Und wie gesagt, muss ich auch leider zugeben, ich habe das Spiel nicht komplett durchgespielt. Nur halt die Hauptstory, diese ganze Sache, was man noch finden konnte, habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber wir gehen in die Mii-Patrouille, wo man sich dann halt die Amiibos einsetzen kann und so weiter. Das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erklärt. Aber für die Leute, die das noch nicht gewusst haben oder zum ersten Mal hier eingeschalten, das sind zum größten Teil fast auch mit Amiibos besetzte Yoshis. Ne, hier haben wir den Inkling-Jungen, den Inkling-Mädchen und den Tintenfisch-Yoshi. Ich habe irgendwann aufgehört, die Amiibos einzuscannen. Muss ich eigentlich mal nachtragen. Ich habe ja jetzt auch nicht nur den Boohoo bekommen, sondern auch noch Rob und Duckhand-Duo. Müsste ich mal ausprobieren, ob da was dabei rumkommt. Aber ich denke schon. Aber wir testen natürlich erstmal nicht mit Boohoo, sondern mit Pucci. Und das Besondere bei Pucci ist, der Stempel dafür ist hier. Das heißt, ich setze ihn wirklich so drauf. Okay, wie ich es mir bereits leider gedacht habe, das Spiel Yoshi's Woolly World für die Wii U unterstützt den Pucci Amiibo leider nicht. Aber dafür vielleicht Boohoo. Den Boohoo unterstützt er. Aber nur marginal. Beim bekannten Yoshi-Amiibo. Das gleiche hatten wir, glaube ich, auch schon gehabt bei diversen anderen Amiibos. Das wird wahrscheinlich beim Duck Hunt Duo genauso sein. Schade. Also der Pucci funktioniert bisher da noch nicht, aber wir gucken einfach mal in anderen Spielen. Weiter geht's mit Hyrule Warrior. So, zurück zu Hyrule Warrior. Dort experimentieren wir weiter. Bei Hyrule Warrior wissen wir genauso wie bei Pokémon Tekken, dass jeder Amiibo dort nutzbar ist. Ne? Das heißt, man steckt einen drauf und kriegt ein random generiertes Item, Schrägstrich, Gegenstand, Schrägstrich, Ressourcen. So, natürlich wie vorhin, Anfang mit Pucci, aka Schnuffi. Lanas Haarschmuck. Cool. Das ist doch nett. Ne? Ein Haarschmuck für Lana, beziehungsweise eine Ressource, womit man dann seine Fertigkeiten aufrüsten kann. So, und als nächstes Boohoo. Das Trümmerschwert. Das ist cool, aber ich glaube, das ist auch random generiert, dass wir da jetzt ein Item bekommen haben für Toon Zelda aus Wind Waker. Die wir, glaube ich, beim großen Switch-Livestream gar nicht benutzt haben. Aber hey, ist nicht schlimm. Wie gesagt, da funktionieren die Amiibos. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Hyrule Warrior oder Hyrule Warrior Legends für den 3DS spielt, könnt ihr auch da den Pucci-Amiibo mit euch führen, um ja, random generierte Gegenstände, Ausrüstungen und sonstige Ressourcen zu bekommen. So, weiter geht's. Königsdisziplin und La Grande Finale mit Super Mario Maker.
Thank God it's Saturday. Saturday Night Fever, Night Fever. Geh mal, du kannst dich mal ordentlich am Haar. Genau, wir bauen in Super Mario Maker ein, ja, Level. Ich hoffe, da kommt gleich hier, genau. Ich wusste, dass du kommst. Du kommst jedes Mal, du kleiner Schlingel. Die neue Mitteilung, was abgeht. Aber das interessiert uns nicht, denn wir wollen Amiibos testen. Dafür nutze ich mal Super Mario Maker eigentlich nur noch. So. What? Nicht kompatibel? Oh Gott. Das ist echt traurig. Also dieser Amiibo ist leider nicht kompatibel mit der... Ich sag's mal in Anführungszeichen, Wii U-Version des Super Mario Makers. Ich weiß leider nicht, wie es beim 3DS aussieht. Kann aber auch einfach sein, dass ich jetzt gerade im falschen Modi bin. Glaube ich aber nicht. Ne, probieren wir es nochmal. Das geht echt nicht. Okay, das ist sehr, sehr traurig. Was sagt denn Buhu? Der Kleine. What? Nein! Du auch nicht? Okay. Jetzt teste ich aus, ob es überhaupt noch funktioniert. Kann ja nicht sein. Kann ja gar nicht angehen hier, dass die Amiibos nicht gehen. Das ist... Ups. So, das ist sehr schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich habe mir jetzt einfach noch ein Amiibo rausgesucht, um es allgemein zu testen. Das berüchtigte Duck Hunt Duo, weil es gerade griffbereit hatte. Okay, das heißt, die Funktionalität geht noch, aber... What the fuck? Warum geht das nicht? Es... Wirklich, das Ding geht, aber... Pudgy? Aka Schnuffel. Ja, und mit dieser Bombensensation beende ich dieses Video. Ja, ich kann euch nicht zeigen, es ist doch Käse. Also wie gesagt, der Resümee ziehen, sage ich, es funktioniert nicht mit Yoshi's Woolly World für die Wii U. Es funktioniert wahrscheinlich bei Hyrule Warrior, ne, es funktioniert bei Hyrule Warrior Legends und wahrscheinlich auch bei Pokémon Tekken, dann kriegt man da auch was Zufälliges, aber in Super Mario Maker funktioniert Pucci. Genauso wie auch Boo. Das wusste ich nicht. Mann, 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 Mann. Na gut, egal. Weiter geht's natürlich mit weiteren Videos. Mal diesmal mal komplett anders, der Upscreen. Denn es gibt natürlich auch noch weitere Experimente, die ihr gucken könnt. Zum Beispiel habe ich da das Experiment mit dem Shuffle Knight. Das ist vielleicht recht interessant, denn der Shuffle Knight ist der erste Third-Party-Amiibo und ist fast kompatibel mit nichts. Ne? Also das ist sehr traurig, auch das Update später mit den Kirby-Amiibos, wo ich den Shuffle Knight noch reingepackt habe, die haben nichts dran gemacht. Das ist ziemlich traurig. Diese beiden Videos, ich meine, es war das mit den Kirby-Amiibos, wo ich das geupdatet habe, die zeige ich euch. Und natürlich nicht vergessen, abonnieren für weitere Videos, ne? Experimente, ja gut, Amiibo-mäßig. Es kommt im März das Mario Sports Schieß mich tot für den 3DS und da liegen wieder Amiibo-Karten bei und ich bin entzückt. Ich werde mir das Spiel nur wegen den Karten kaufen, damit ich wieder rumexperimentieren kann. Das dazu, weitere Videos gibt es natürlich dann auf YouTube und natürlich jeden zweiten Montag live mit mir in Luigi's Mansion. Auf Twitch. So. Ich verabschiede mich. Schönes Wochenende bzw. schönen Wochenstart, je nachdem, wann das Video rauskommt. Und wir sehen uns, ja, im nächsten Video. In dem Sinne, haut rein. Ciao.